Erlauben Sie mir bitte, dass ich Ihnen kurz die Redner und die Rednerin vorstelle, die in diesem ersten Teil jetzt nochmal zu Wort kommen werden. Allen voran Herr Markus Grübel, Mitglied des Deutschen Bundestags seit 2002 für den Wahlkreis Esslingen. Er war 2013 bis 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und ist seit 2018 eben Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit und in dieser Funktion eben auch zu dem Bericht gekommen. Die anderen drei, die dann darauf reagieren werden, die haben wir heute Mittag schon gehört. Ganz kurz für die, die noch nicht da waren. Frau Katja Voges, Referentin für Menschenrechte und Religionsfreiheit der Abteilung Theologische Grundlagen bei Missium. Herr Bernd Hirschberger, Referent für Menschenrechte bei der Deutschen Kommission Justitia et Pax. Und schließlich Professor Heiner Bielefeld, Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik der Universität Erlangen-Nürnberg und eben 6 Jahre lang Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit bei den Vereinten Nationen. Auch an dieser Stelle nochmal allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich nun sehr auf Ihre Beiträge und möchte gar nicht länger sprechen, sondern das Wort Ihnen geben, lieber Herr Grübel. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Becker. Ein herzliches guten Abend hier aus Baden-Württemberg. Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter aus Wissenschaft, aus Politik, von Kirchen, Religionsgemeinschaften, Menschenrechtsorganisationen, Hilfswerken, Initiativen und so weiter. Es freut mich sehr, jetzt hier in diesem fachlichen Publikum zu meinem Bericht zu reden, aber auch die Reaktionen zu hören. Mit dabei sind auch Menschen, die mitverantwortlich sind für den Bericht, Frau Dr. Koos, Herr Dr. Windegger, Vorgängerin Frau Dr. Kahn ist nicht da und das Referat Wertedialog, Herr Dr. Stierle aus dem BMZ. Ja, wie kommt es zu den Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit und zu dem Bericht? So Stichworte wie islamistischer Terror von IS, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaida, die Vertreibung Rohingya im August 2017, nochmal 750.000 Menschen, der Uiguren, der Bauern-Hirten-Konflikt, der zunehmend auch mit militärischen Mitteln ausgetragen wird und so weiter. Das alles hat dazu geführt, dass das Bewusstsein gewachsen ist, dass hier ein Handlungsbedarf besteht. Auch Berichterstattung über soziale Feindseligkeiten, Bedrohungen, Anfeindungen, Entführungen, Mobbgewalt, Gewalt gegenüber Frauen aufgrund religiöser Normen, Ehrenmorde und so weiter. Und wir hatten es vorher, dass zum Beispiel in China, in Indien religiöse Gruppen diskriminiert werden oder Verfolgung leiden. Und bei China 1,4 Milliarden Menschen, Indien fast 1,4 Milliarden Menschen, sind eigentlich Minderheiten schnell 100 Millionen Menschen, also es hat hohe politische Relevanz. Und so kam es, dass in den Koalitionsvertrag von 2018 ein Absatz reinkam, dass das Amt des Beauftragten geschaffen wird und dass eine wesentliche Aufgabe ein Bericht sein soll. Ich selber war ja im Verteidigungsbereich, das ist in dem Kapitel Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Entwicklungspolitik, wo auch Menschenrechtspolitik abgehandelt wurde. Dieser Abschnitt kam rein und wurde gesagt, Volker Kauder, Andrea Nahles haben sich auf diese Formulierung geeinigt, wurde also bei allen Kürzungen, Straffungen, Veränderungen nicht mehr angepasst. Also für die Katholiken, Liturgiker, wie der Kanon oder das Hochgebet, also eine unveränderliche Baustein im Koalitionsvertrag. Dazu gehört auch neben der Schaffung des Amtes der Auftrag, einen Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit zu erstellen mit einem systematischen Länderansatz. Das war also im Koalitionsvertrag drin, war dann auch
im Regierungsbeschluss im April 2018 und auch in einem Antrag, den federführend auch Michael Brandt, der glaube ich auch unter uns ist, für die Union gestaltet hat und der Kollege Schwabe für die SPD, wo auch diese zentrale Forderung auch aus dem Bundestag, aber auch aus den Reihen der Koalitionspartnern definiert wurde. Der erste Bericht aus dem Jahr 2016, erstellt vom Auswärtigen Amt, hat ja einen typologischen Ansatz und war vielen Abgeordneten, Politikern wichtig, etwas strukturierter in Länderkapiteln den Bericht zu haben, dass er für die Praxis der Politik nutzbarer gemacht werden kann. In diesem typologischen Ansatz, der an sich nicht schlecht ist, aber sind dann Verfolgungen durch den Staat zum Beispiel zwei Länder genannt, ohne es näher auszuführen. Das ist eigentlich für Aktivitäten und politisches Handeln zu wenig. Der Bericht soll folgende Funktionen haben. Natürlich Monitoring der weltweiten Lage, der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und obwohl der Bericht heißt, zur Lage der Religionsfreiheit ist immer, wir hatten ja vorher schon über Definitionen gesprochen, die Definition des Artikel 18, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Grundlage für diesen Bericht. Es taucht bloß in der Überschrift sozusagen jetzt auf, weil in allen Dokumenten, Koalitionsvertrag, Kabinettsbeschluss, Parlamentsbeschluss, nur von Religionsfreiheitsbericht die Rede ist, einmal auch von Glaubensfreiheit. Aber als Hintergrund für mich war immer klar, der Artikel 18 ist gemeint. Einmal Monitoring, dann soll Basis für einen Dialog sein zum Menschenrecht, Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Der systematische Länderansatz soll auch bei außen entwicklungspolitischen Entwicklungen helfen, auch bei Fehlentwicklungen dagegen zu steuern und soll ein ganz praktisches Handbuch auch sein, wenn ich mich schnell informieren will, weil eine Delegation reist nach Vietnam, wie steht es da um die Religionsfreiheit? Für Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, auch für Kirchen, Religionsgemeinschaft, Wissenschaft, aber auch eine breite Öffentlichkeit. Dieser Bericht ist auf der Homepage abrufbar, auf meiner Homepage als Religionsfreiheitsbeauftragter. Der Homepage des BMZ ist als Bundestagsdrucksache erschienen. Zurzeit sind wir in den letzten Zügen. Das Auswärtige Amt macht eine elektronische Fassung, die abrufbar ist, noch ergänzt durch Bilder. Wir im BMZ machen gerade eine Broschüre, die hoffentlich auch bis Ostern fertig ist, für eine breite Öffentlichkeit, also wo ganz grundlegende Dinge angesprochen sind und Länderbeispiele, aber sehr kurz, einfach um Interesse zu wecken für den, der jetzt keine 200 Seiten lesen möchte, oder aber sozusagen als erste Information, um dann weiter das anzuschauen. Und der Bericht wird gerade ins Englische übersetzt, weil er soll natürlich auch gelesen werden, auch in den Ländern, die da angesprochen sind und auch von multilateralen Organisationen und Bündnissen. Schließlich war noch ein Anliegen, das positive Potenzial der Religionsgemeinschaften zu stärken. Wir haben ja die Strategie im Entwicklungsministerium Religion und Entwicklung und im Auswärtigen Amt gibt es das Arbeitsbereich Religion und Außenpolitik, das Netzwerk Partnership on Religion and Sustainable Development, das Friedensverantwortung der Religionen, also auch hier das Potenzial der Religionen zu stärken. Dieser zweite Bericht war dann am 28. Oktober im Bundeskabinett nach einer sehr schwierigen Ressortabstimmung am gleichen Tag in der Bundespressekonferenz. Ich habe den zusammen vorgestellt mit der Menschenrechtsbeauftragten, Frau Dr. Kofler, weil mir wichtig war, klarzustellen, es geht hier um kein exklusives Menschenrecht, sondern die Menschenrechte sind miteinander verbunden. Erzbischof Schick war dabei, eine Jesidin als Betroffene. Er wurde im Menschenrechtsausschuss vorgestellt und auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die Anhörung, die Michael Brandt gerade ansprach, wo Professor Bielefeld unter anderem einer der Sachverständigen ist, die soll jetzt kommen. Wir hatten auch schon eine Debatte im Plenum des Deutschen Bundestages. Ja, der Bericht, ich selber bin im Entwicklungsministerium angesiedelt. Der Bericht wurde von meinem kleinen Stab
vom BMZ und Auswärtigen Amt erstellt im Schwerpunkt. Wie gesagt, es war im Koalitionsvertrag, Kabinettsbeschluss, Bundestagsbeschluss ein systematischer Länderansatz gefordert. Ich habe aber sehr schnell die Entscheidung getroffen, über diesen Länderansatz auch Schwerpunktthemen mit aufzunehmen, die besondere Relevanz haben oder aktuell gerade sehr relevant sind, also länderübergreifende Themen. Also er hat zwei Teile, ein Länderkapitel und länderübergreifende Schwerpunktthemen. Das ist vielleicht auch die Besonderheit oder ein Alleinstellungsmerkmal dieses Berichts. Galt eine Auswahl der Länder zu treffen. Mit dem Auswärtigen Amt habe ich mich dann auf 30 Länder geeinigt. Die Auswahl der Länder orientiert sich einmal am Menschenrechtsbericht der Bundesregierung. Ich wollte verschiedene Regionen aufgreifen, aber auch die wichtigsten Länder behandeln. Es gibt Länder, die wichtig sind. Nehmen Sie Libyen, ist nicht aufgenommen, weil wir da gerade keine Botschaft haben, beziehungsweise der Botschafter sitzt in Tunis, also auf Distanz, oder Syrien. Auch da haben wir wenig eigene Sensoren im Land und im Grunde hätten wir für Syrien 3,5 Berichte machen müssen. Assad-Gebiet, Rebellengebiet, Raum Idlib, kurdenkontrolliertes Gebiet und Gebiet von Türken und Russen kontrolliert. Jedes Mal wäre die Situation anders und die Dinge sind dort sehr im Fluss. Darum haben wir diese Länder rausgenommen. Die Daten und Grundlagen für die Länderberichte haben die Auslandsvertretungen, die deutschen Auslandsvertretungen gefertigt. Für die haben wir einen Fragenkatalog entwickelt und die Basen aufgrund dieses strukturierten Fragekatalogs sozusagen erhoben. Die demografische und rechtliche Situation. Zur demografischen Situation muss man euch sagen, das war ja vorher auch ein Thema. Es ist schwierig, weil in muslimisch-arabischen Ländern sind eigentlich alle, die irgendwie mal von Muslimen abstammen, auch Muslime, weil es formell Atheisten so nicht geführt werden. Bei der rechtlichen Situation geht es um die Verfassung, um internationale Vereinbarungen, einfach gesetzliche Regelungen, aber auch Rechtsprechung und Praxis. Dann der Kern staatliche und gesellschaftliche Einschränkungen der Religions- und Weltanschauungsfreiheit und dann am Ende auch interreligiöse Kooperationsstrukturen und deren Potenzial. Also kann man da an was anknüpfen in dem Land. Mir sind interreligiöse Kooperationsstrukturen auch darum wichtig, weil sie auch die Möglichkeit bieten, dann in einem weiteren Schnitt intrareligiöse Kooperationen zu begründen und Gespräche, also wo die Gemäßigten mit den Radikaleren, zum Beispiel Muslimen, ins Gespräch kommen. Dass das nicht so trivial ist, wissen wir selbst in der katholischen Kirche, wo es auch ganz unterschiedliche Strömungen gibt. So ist es in anderen Religionen natürlich auch. Und auch die Dinge habe ich abgefragt. Künftig will ich die Zahl der Länder erweitern, in einem nächsten Bericht vielleicht auf 35 und dann in einem übernächsten Bericht auf 40, wobei die 30 Länder fortgeschrieben werden sollen, dass auch eine Entwicklung sichtbar wird. Dann war eine spannende Frage, wie behandeln wir Deutschland? Da gab es Widerstände innerhalb der Bundesregierung. Ich darf mal so ganz flapsig sagen, mit der Begründung, wir stehen doch nicht neben Iran, Saudi-Arabien und anderen schlimmen Staaten. Ich selber war immer der Meinung, wir müssen es ansprechen, es gebietet die Glaubwürdigkeit eines solchen Berichts, dass wir nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern auch uns selber betrachten. Der Kompromiss war, dass Deutschland nicht im Länderkapitel aufgenommen wurde, sondern in der Vorbemerkung Dinge angerissen wurden. Man muss wissen, in Deutschland gibt es ja noch den Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Felix Klein, im Innenministerium angesiedelt, der zu seinem Themenbereich einen Bericht verfasst. Also dieses Antisemitismus-Thema etc. ist dort auch von der Bundesregierung bearbeitet. Das war der eine Teil, Länderteil, dann die Schwerpunktthemen. Wichtig war mir, da sehr eng mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, auch neue Daten, Fakten, Erkenntnisse mit einfließen zu lassen. Ich habe mich dann für drei Themen entschieden. Eine ist das Thema der Block Blasphemie, Antikonversionsgesetze, Apostasie, Mission, also so der Kern der Religionsfreiheit. Das zweite, aus aktuellen Gründen, digitale Kommunikation, und das dritte staatliche Bildungssektoren. Zum ersten Thema
Blasphemie. Also wir haben ein dramatisches Beispiel ja mit der Ermordung des Lehrers Samuel Paty erlebt, wie das Menschen meinen, dass Gotteslästerung bestraft werden müsse, in dem Fall mit dem Tod. Es ist oft auch Einfallstor für Einschränkungen von Menschenrechten und natürlich auch der Religions- und Weltanschauungsfreiheit selbst. Da haben wir auch die Zahl, 70 Staaten haben Blasphemie-Gesetze, wurde ja vorher ja schon angesprochen, und auch Beispiele wie in Pakistan, wo es in den letzten 30 Jahren über 1500 Verfahren gab, teilweise mit ganz dramatischen Strafen, betroffen besonders Christen Ahmadiyyas und der sehr anschauliche Fall der Christin Asia Bibi, die ja zum Tode verurteilt wurde und erst nach 10 Jahren dann freigesprochen wurde und das Land verlassen konnte. Es sind die Staaten genannt, wo Todesstrafe auf Konversion bzw. Apostasie droht. Im Bericht stehen noch 12 Staaten. Wir haben auch ein positives Beispiel, Sudan. Die Übergangsregierung hat die Regelung abgeschafft. Die wird auch nicht in allen Staaten, wo das im Gesetz steht, vollstreckt, muss man auch sagen. Aber es gibt eine zu große Zahl oder überhaupt Staaten, wo auf diesen Kern der Religionsfreiheit nach in dem Fall Scharia-Recht die Todesstrafe steht. Der zweite Block ist digitale Kommunikation. Das Thema ist sehr wichtig für das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit, weil oft auch ein unmittelbarer Zusammenhang besteht zwischen realen Ereignissen, Beispiel der Mob auf der Straße, und Kommunikation über soziale Medien, insbesondere Twitter, sehr zeitnah an realen Ereignissen, aber auch Facebook. Gilt ganz besonders für Hassrede im Netz, für Anstachelung, Radikalisierung. Darum ist das Thema aufgenommen. Übrigens, wer sich für das Thema interessiert, nächste Woche Mittwoch habe ich eine Veranstaltung virtuell, Religions- und Weltanschauungsfreiheit im Internet, zwischen Freiheit, Hass und Zensur. Wer da Interesse hat, mag sich gerne nochmal an mein Büro wenden. Allerdings betrachte ich das Thema als Chance, wie als Verstärker von Einschränkungen der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Es gibt positive, aber auch negative Einflüsse. Nehmen Sie das Beispiel Halle, wo sich ein Mensch radikalisiert hat durch das Netz. Ganz unterschiedliche Typen von religions- und gruppenbezogenen Online-Hassreden wird dargestellt. Auch wieder an dem sehr anschaulichen Fall der Christin Asia Bibi. Einmal der Hass gegenüber Asia hängt Asia, aber auch die Unterstützung für Asia Bibi, lasst Asia Bibi frei. Es gibt auch den Austausch oder die sozialen Medien als Ort des Austausches, aber auch der Diskriminierung. Zum Beispiel mache ich es am Beispiel der Atheistinnen und Atheisten deutlich. Diskriminierung und Verunglimpfung von Atheistinnen und Atheisten, zum Beispiel im ägyptischen Fernseher oder auf YouTube, Facebook, Twitter, aber auch Betroffene, die sich austauschen und gegenseitig bestärken und helfen. So eine Gruppe wie marokkanische Ungläubige, über 50.000 Mitglieder, oder Netzwerk syrische Atheisten und Religionslose, rund 12.000 Mitglieder. Ich zeige auch auf das Beispiel Rohingya in Myanmar, wo sich Hassrede zum Beispiel in Facebook konfliktverschärfend ausgewirkt hat. Das Kapitel stellt auch Maßnahmen der Bundesregierung vor, zum Beispiel von der Bundesregierung gefördert in Bangladesch über die Deutsche Welle, Ausbildungsangebote für junge Medienschaffende, Trainings, Konferenzen, Beratungen erreicht rund 700 Lehrende, Studierende und Medienschaffende. Das dritte Thema ist der staatliche Bildungssektor, weil Bildung einen starken Einfluss hat auf Toleranz, Respekt, Pluralität etc. Auch die Frage, wie sind Bildungschancen, wie ist der Zugang zu staatlichen Bildungsangeboten und Zugangsbeschränkungen. Auch ein Beispiel in Staaten mit schwachen Bildungssystemen wie Finanzierung, zum Beispiel am Beispiel Saudi-Arabien, in Indonesien, sich hier negativ
auswirkt. Es zeigt aber auch, dass Bildungsinhalte und Bildungsqualität von elementarer Bedeutung sind für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und das gilt, diesen Bereich zu stärken, in Lehrplänen, Schulbüchern, in der Unterrichtsqualität, Ausfort-, Weiterbildung von Lehrkräften etc. Und im sind auch wieder Beispiele genannt aus dem Bereich des BMZ, zum Beispiel im Projekt Friedenserziehung und Förderung von Mädchen an protestantischen Schulen in der Demokratischen Republik Kongo von Brot für die Welt oder Stärkung von Schulen in dörflicher Eigenverantwortung im Zentralschad, ein Projekt von Miserio. Ja, was waren noch so Herausforderungen? Wir verfolgen einen klaren menschenrechtsbasierten Ansatz. Wir wollen nicht, dass das Thema Religionsfreiheit instrumentalisiert wird. Es bestand die Herausforderung, dass wir eine bessere unabhängige Datenverfügbarkeit im Bereich Religions- und Weltanschauungsfreiheit benötigen. Das haben wir insbesondere bei den Schwerpunktthemen gesehen, wo es teilweise eine schwache Datenbasis gab. Dem entgegenzuwirken, habe ich auch am BMZ ein Projekt zur Religionsfreiheit und nachhaltiger Entwicklung mit dem GIGA, also dem German Institute of Global and Area Studies, angestoßen. Diese Herausforderung zu Daten gilt, wir hatten es im ersten Teil auch für Zahlen zur Religionsfreiheit allgemein, denn uns haben quantitative Daten generell Schwierigkeiten bereitet. Es ist auch schwierig zu quantifizieren und zu messen. Wir hatten ja vorher das Beispiel Pew, dass Deutschland im Bericht auf einer Ebene ist, wo es eigentlich nicht hingehört. Umgekehrt ist aber nicht so, dass Abgeordnete, dass Medien und so weiter großes Interesse an Zahlen haben. Und selber habe ich ja gemerkt, wie zum Beispiel der Bericht von Open Doors mit dem Ranking große Resonanz findet, weil das einfach anschaulich ist, wenn ich eine Weltkarte habe in vier Farben und da darstellen kann, wer sind die Schlimmsten, wer kommt dann und wo ist in Ordnung. Ja, dann wollten wir entgegenwirken, dass Religions- und Weltanschauung instrumentalisiert wird. Es gibt ja die unter Trump-Administration die Initiative, diese Alliance, wo ich kritisiert habe, dass zum Beispiel Iran und China zu Recht kritisiert werden, aber Saudi-Arabien dann nicht genannt wird oder Indien sogar gelobt wird. Oder aber in Deutschland, dass das Thema Christenverfolgung und gleichzeitig massive Islamkritik das Einzige ist, was einer Partei zur Religionsfreiheit einfällt. Ja, was wollen wir mit dem Bericht erreichen? Einmal den Dialog anstoßen. Das läuft auch schon von selbst. Man sieht, dass der auch in anderen Ländern und Botschaften gelesen wird, weil es Anfragen gibt von Botschaftern. Im Zweifel natürlich auch darum, weil Kritik geübt wird oder Missstände oder ja aufgezeigt werden. War auch wichtig, immer wieder Einzelschicksale zu benennen, um das Unrecht anschaulich zu machen, das Ganze menschlich werden zu lassen, wichtige Querschnittsthemen anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen, dann, wie gesagt, das Potenzial der Religionsgemeinschaft zu stärken, weil religiöse Akteure in vielen Ländern sehr viel glaubwürdiger sind als zum Beispiel korrupte Eliten oder Regierungen. Wir erleben es ja auch San Egidio oder auch der Vatikan, wie er als glaubwürdiger Vermittler auftritt. Und auch immer wieder positive Beispiele zu betonen und dadurch die Religionsfreiheit zu stärken. Also nicht nur ein Bericht von Defiziten, sondern auch immer wieder mal positive Beispiele anzusprechen. Auch jetzt, ich bin im BMZ angesiedelt, zum Beispiel im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere auf kommunaler Ebene, das Thema zu etablieren, also an der Graswurzel in konkreten Maßnahmen. Es muss natürlich sehr sensibel gesteuert werden, erweckt natürlich auch Misstrauen in vielen Ländern. Es wird oft auch dann unter dem Thema soziale Kohäsion zum Beispiel abgehandelt. Ich möchte auch sehr stark das Thema... Ich bitte, die nächsten zwei Minütchen, drei Minütchen bitte zum Ende zu kommen. Das Thema Religions- und Weltanschauungsfrage mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verbinden, weil wir hier schon ein vorhandenes, vernetztes Rahmenwerk haben. Das ist wie ein Zug, der angerollt ist, wo man noch einen Wagen anhängen kann und jedes Abteil auch noch jemand
reinsetzen kann. Es ist sehr viel einfacher, dann Dinge zu machen, auch Finanzierungen oder Maßnahmen zu machen, wenn man über die einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele ja auch immer wieder das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit stärkt und unterstützt. Ja, und herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Bericht und auch den offenen Austausch. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Herr Grübel, für Ihre Einblicke in den Entstehungshintergrund, in Anliegen und Ziele und in Aufbau und auch die Art und Weise der Erstellung dieses Berichtes. Wir möchten jetzt gerne ein bisschen darüber ins Gespräch kommen mit Menschen, die das vorbereitet haben. Ich gebe das Wort jetzt gleich an Herrn Hirschberger und Frau Voges, die kurze Repliken auf ihre Ausführungen geben und das dann aber auch mit einer Frage jeweils nochmal an Sie adressieren. Herr Hirschberger, Frau Voges, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich starte. Vielen Dank, Herr Grübel, auch für die Präsentation. Wir haben im Vorbereitungsteam viel über den Bericht der Bundesregierung gesprochen, finden vieles spannend und gut und mussten uns deswegen richtig zusammenreißen, jetzt nur ein paar Punkte ins Gespräch zu bringen. Wir haben aber eine Auswahl treffen können und ich starte mit einem Punkt. Und zwar ist es für uns gut und wichtig, dass der Bericht in den Länderbeispielen einer klaren Struktur folgt, die eben auch vergleichbar ist, also dass die Ergebnisse der unterschiedlichen Länder in dieser Struktur präsentiert werden. Und uns ist besonders der Punkt interreligiöse Kooperationsstrukturen aufgefallen, der uns sehr wichtig zu sein scheint, um eben Potenziale sichtbar zu machen. Der fällt bei den unterschiedlichen Länderbeispielen unterschiedlich aus und häufig sehr knapp. Und in Anbetracht der Tatsache, dass überall von den sogenannten Shrinking Spaces geredet wird, die ja nicht nur religiöse, sondern auch nicht religiöse Akteure betreffen, wäre unsere Frage, ist es nicht wünschenswert, diesen Punkt für jeden Länderkontext auszubauen und eventuell auch zu erweitern und allgemeine zivilgesellschaftliche Dialogprozesse und Potenziale zu beschreiben? Wäre es denkbar, diesen Bereich auszubauen oder sind damit vielleicht auch diplomatische Fallstricke verbunden, die wir jetzt hier so erstmal nicht sehen? Soll ich gleich antworten oder sammeln wir? Ich möchte Sie bitten, gleich zu reagieren und dann kommt das nächste Thema. Ja, also das Thema Einschränkung zivilrechtlicher Freiräume ist ein wichtiges Thema in der gesamten Menschenrechtsarbeit, aber auch in der Arbeit von Kirchen, Religionsgemeinschaften, Hilfswerken und so weiter, was wir beobachten, was immer im Grunde mit Menschenrechtsverletzungen einhergeht, dass die Beinfreiheit sozusagen, Bewegungsfreiheit, Handlungsfreiheit eingeschränkt wird. Einmal, warum ist das kurz? Es ist auch darum kurz, weil stellen Sie sich mal in die, versetzen Sie mal in die Lage einer Botschaft und Sie sind Mitarbeiter in der politischen Abteilung und jetzt kommt so eine Frage, mit der Sie sich möglicherweise wenig beschäftigt haben seither. Und jetzt sollen Sie in einer gewissen Zeit hier was aufschreiben, was gar nicht so Ihr Thema sonst ist. Also das ist schon mal eine ganz praktische Fragestellung. Auch nicht jeder ist gleich religiös, musikalisch, also überhaupt ist da sozusagen ein Bild, was das sein könnte in der Botschaft in dem jeweiligen Land. Und dann müssen Sie auch sehen, in manchen Ländern muss ja einer alles machen sozusagen und eine Vielzahl von Berichten. Ein zweites ist, der Bericht hat jetzt rund 200 Seiten. Das ist dem Auswärtigen Amt schon viel zu viel gewesen, eigentlich auch anderen Ressorts. Und wir haben immer gesagt, eigentlich 100 sind auch noch zu viel. Also ist die Aufforderung im nächsten Bericht stark zu kürzen. Darum wird es auch schwierig sein, zusätzliche Themen und zusätzliche Dinge ausführlicher darzustellen. Aber wie gesagt, mir ist das Potenzial der Religionen, das Thema interreligiöse Kooperationen, auch intrareligiöse Kooperationen oder Gespräche ein sehr wichtiges Thema, weil das natürlich der Schlüssel sein kann für mehr Toleranz, für mehr Respekt. Und darum werde ich, wenn ich es bin, schon Wert darauf legen, dass das einen entsprechenden Raum kriegt, weil es, wie gesagt, nicht nur darum gehen soll, Defizite aufzuzeigen, sondern auch Handlungsstränge darzustellen und auch positive Beispiele reinzubringen.
Also typische Politikerantwort kann man sagen, ja, wir wollen es, aber es gibt auch Rahmenbedingungen, die wieder dagegen oder es schwieriger machen. Es kann gut sein, dass wir das Thema nachher nochmal aufgreifen. Aber jetzt Herr Hirschberger, bitte. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage ist zum Stichwort Länderauswahl. Sie hatten ja schon Deutschland angeschnitten, dass es eigentlich schön wäre, auch was von Deutschland zu hören. Insgesamt 30 Länder sind in dem Bericht erwähnt und aufgeführt. Eigentlich eine Gruppe von Ländern fehlt, nämlich die Länder der Europäischen Union. Und auch wichtige westliche Länder bleiben ausgespart. Allerdings merken wir auch hier, dass es in letzter Zeit problematische Entwicklungen im Bereich Religionsfreiheit gibt. Man denke zum Beispiel an Gesetzesinitiativen aus Österreich oder Frankreich, die sich einseitig gegen den politischen Islam richten. Jetzt erst jüngst hatten wir ein Referendum über ein Burka-Verbot in der Schweiz. Und in Dänemark kriege ich gerade viele Nachrichten von unserer dänischen Justiz- und Pax-Kommission, die sich über einen Gesetzentwurf über ein Verbot fremdsprachlicher Predigten massiv beklagen, um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen. Daher ist unsere Frage, welche Strategie hat die Bundesregierung auch, um entsprechende Entwicklungen auch bei unseren engsten Partnern anzusprechen? Also eben auch wieder hier der Punkt der Glaubwürdigkeit, nicht nur die Länder in anderen Weltregionen anzusprechen, sondern auch hier aus der eigenen Gruppe. Ja, es ist Übung in solchen Berichten, enger befreundete Staaten nicht zu bearbeiten. Dazu gehört die Europäische Union oder Sie finden auch die Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel in dem Bericht nicht. Siehe auch Menschenrechtsbericht, da ist ja ist ähnlich. Solche Themen werden aber angesprochen. Selber stehe im Austausch mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen, wobei das da sehr unterschiedlich ist. Mein Kollege zum Beispiel in Ungarn, Staatssekretär beim Amt des Premierministers, spricht grundsätzlich nur über Christenverfolgung mit mir. Also alles andere ist für ihn, wenn Sie es diplomatisch machen, sagen Sie ja, Sie sind ein kleines Land, Sie müssen sich konzentrieren und dann konzentrieren Sie sich aufs Thema Christenverfolgung, aber es ist auch politisch sozusagen die Vorgabe. Da ist natürlich schwierig, in ein Gespräch zu kommen, aber mit anderen Ländern kann man sich durchaus austauschen. Und das ist ja auch eine innenpolitisch deutsche Diskussion. Man lernt ja auch vom jeweils anderen, wer Frage Sicherheit versus Religionsfreiheit, aber auch Fragen, die jetzt zum Beispiel das Land Berlin versucht zu lösen, in dem Religion sozusagen Privatsache ist und im öffentlichen staatlichen Raum die Religion nichts zu suchen hat, dann gibt es auch keine Religionskonflikte, ist die Meinung, halte ich für grottenfalsch den Ansatz. Aber wir haben ja in Deutschland auch solche Themen. Wir haben auch Burka-Verbot-Diskussionen, Kopftuchdebatte, manchmal sogar liturgisches Läuten, Schächten, das Thema Beschneidung und so weiter. Also wir stehen da im Austausch auf den verschiedenen Ebenen, um auch gegenseitig Erfahrung zu sammeln, um auch Lösungen zu finden, die also nicht ein Menschenrecht gegen das andere ausspielen, sondern hier schon der Ausgleich herbeizuführen. Aber ganz formal ist die Antwort, es ist Übung, befreundete Länder in solchen Berichten nicht zu bearbeiten. Also die Amerikaner halten sich natürlich nicht dran, die haben da andere Regeln. Dankeschön, Herr Krübel. Also die Vereinigten Staaten von Amerika, korrekt gesagt. Ja. Frau Voges. Dankeschön. Wir haben uns im Vorfeld das Thema Religionsfreiheit und indigene Gruppen ein wenig näher angeschaut. Ganz heruntergekocht und kurz umrissen, wenn Staaten und Unternehmen durch Wirtschafts- und Tourismusprojekte die Natur zerstören, dann zerstören sie nicht nur den Lebensraum, sondern auch die immaterielle Existenz indigener Völker. Das heißt, die Menschen verlieren den Zugang zu Orten, an denen sie spirituelle Wesen und Kräfte beheimatet sehen. Einige Länderberichte nehmen diesen Punkt auf, so etwa der zu Indonesien, der explizit auf die Situation von Angehörigen indigener Religionen eingeht. Andere Länderberichte gehen nicht ausreichend darauf ein. Daher die Frage, gibt es Strategien, um dafür zu sorgen, dass solche Aspekte nicht von manchen Auslandsvertretungen außer Acht gelassen werden, etwa
Das Thema hatten wir heute schon, eine Art Prüfraster, Fragenkatalog etc. Ja, also ich glaube, das Thema Indigene muss man ausdrücklich in den Fragekatalog aufnehmen beim nächsten Bericht. Mir ist auch aufgefallen, oder nicht aufgefallen, war ich dabei, aber zum Beispiel in Brasilien kam es aus dem Bericht der Botschaft nicht. Dann habe ich einen Absatz angefügt, wo ich im Wesentlichen eine Presseerklärung von mir im Rahmen der Amazonas-Synode und Hinweis auf die Indigenen und dass es nicht nur Klima-Umweltaspekte hat, die Abholzung von Regenwald, sondern auch, sondern die Religion untrennbar damit verbunden ist. Das wurde im Zuge von Kürzung, Straffung, Streichung, Kabinettsressortabstimmung mir wieder rausgestrichen. Ich hätte da wahrscheinlich härter sein müssen. Es gibt ja auch in Bangladesch oder anderen Orten das Thema. Aber das ist eine gute Anregung und auch ein wichtiger Punkt, das bewusst in den Fokus zu rücken, weil es vielleicht manchen unter dem Thema Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit gar nicht so bewusst ist, dass das auch dazu gehört und ein wichtiges Thema sein kann. Und ich meine, Herr Professor Bielefeld, Sie haben auch mal in Bangladesch im Bereich Grundbesitz und so für Indigene und so weiter mal Erhebungen gemacht. Ja, also da muss man sensibler sein. Es ist natürlich ein Thema, was nicht in allen Ländern gleich relevant ist. Es gibt Länder, wo das natürlich überhaupt kein Thema ist, aber einige Länder, wo das ein wichtiges Thema ist und da muss es dann auch ganz bewusst angefragt werden. Ja, sicher ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Und einen letzten Aspekt spricht Herr Hirschberger noch mal. Ja, ich bleibe gleich bei dem Land Brasilien. Im Brasilienbericht wird die Beobachtung aufgestellt, dass es eine Tendenz dazu gibt, eigene religiös oder weltanschaulich begründete Maßstäbe zunehmend auch zur Richtschnur für staatliches Handeln zu erklären. Dabei ist zu beobachten, dass Präsident Bolsonaro sich als Freund der Religionsfreiheit präsentiert, den Begriff jedoch klientelistisch uminterpretiert und versucht, die Religionsfreiheit für die eigene politische Agenda zu vereinnahmen. Ich habe das kurz in dem Vortrag auch schon mal angeschnitten. International hat sich seine Regierung dabei mit anderen populistischen Regierungen wie der Trump-Administration und der Regierung von Viktor Orban zusammengeschlossen. Daher war unsere Frage, wie will die Bundesregierung entsprechenden Tendenzen etwas entgegensetzen und wie kann die Chance, die jetzt der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten bietet, auch entsprechend genutzt werden? Ja, also in dem Brasilien-Kapitel ist dieser Populismus und die Instrumentalisierung von Religion durch Bolsonaro angesprochen. Vor meinem geistigen Auge habe ich aber auch Trump sozusagen mitgesehen. Thema auch Instrumentalisierung und ja, dass auch eine völlig andere Sicht auf Religionsfreiheit sehr aus evangelikaler Sicht betrachtet ist. Ich habe einmal die Hoffnung, dass sich durch die neue US-Administration unter Biden hier die Vorzeichen völlig ändern, was hoffentlich auch ein bisschen ausstrahlt auf andere Länder. Und wir müssen auch im internationalen Dialog die Dinge benennen, so wie sie sind. Und ich habe auch eingangs schon mal darauf hingewiesen, einmal Glaubwürdigkeit und eine Ausgewogenheit sind wichtig, damit man so auftreten kann in der Welt, weil sonst ist Kritik oder das Thema ansprechen eigentlich auch nicht sehr glaubwürdig, wenn wir selber bei uns im eigenen Land zum Beispiel Religionsfreiheit relativieren oder für gewisse Gruppen Sonderrechte sehen. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sehen an der Stelle ja schon, dass die Erwartungen an so einen Bericht doch sehr vielfältig sind und wir nehmen das nachher dann auf dem Podium nochmal auf. Jetzt an der Stelle ist eigentlich vorgesehen, Herr Bielefeld, dass Sie auch noch mal das Wort bekommen. Meine Bitte wäre mit Blick auf die Uhr, dass Sie sich vielleicht auf einen Punkt konzentrieren, genau, dass wir im Zeitplan bleiben. Ja, ich beschränke mich auf eine Frage. Ich kann mir nicht verkneifen,
ganz kurz auch noch mal ein Echo zu geben. Ich fand es sehr gut und klar, Herr Grübel, wie Sie sich auch zu dieser von Pompeo im Rahmen der Trump-Administration aus der Taufe gehobenen Alliance, International Religious Freedom Alliance, distanziert haben. Also wir erleben bei der Religionsfreiheit in der Tat seit langem merkwürdige Verdrehungen, wo sozusagen ein Recht, das ja ein Freiheitsrecht ist und ein Menschenrecht ist, um seinen universalistischen, aber zum Teil auch um seinen liberalen Kern gebracht wird. Das war vor 15 Jahren, lief das vor allem unter dem Stichwort Defamation of Religions, Combating Defamation of Religions. Pakistan hat da den Ton angegeben, dann ging es zum Teil nach Russland über, wo man dann also die Religionsfreiheit verdreht in eine Pro-Blasphemie-Gesetzgebungsagenda, also ganz merkwürdig gegen Meinungsfreiheit und dann eben jetzt zunehmend auch gegen Genderfragen, und da gibt es die merkwürdigsten Allianzen. Also das finde ich gut, und diese Klarheit ist wohltuend. Meine Frage, die einzige Frage: Wie verorten Sie sich selber in der Landschaft? Sie haben eben schon mal gesprochen von Kolleginnen und Kollegen, sozusagen ähnlich aufgehängt auf nationaler Ebene, als Sonderbotschafter, Beauftragte in Ungarn, in den Niederlanden, in Dänemark, in den USA. Nationale Ebene in Sachen Religionsfreiheit. Dann haben wir die europäische Ebene. Heute Nachmittag war wiederholt die Rede auch vom EU-Parlament, wo es ja diese interfraktionelle Gruppe gibt zur Religionsfreiheit, auch mit eigenen Berichten. International dann auch das Parlamentarierinnen-Netzwerk, International Panel on Freedom of Religion or Belief, seit mittlerweile auch gut 6 Jahren, und die machen viel. Wie verorten Sie sich selber da und vor allem im Blick auf Synergien? Also es geht ja in der Menschenrechtspolitik sehr darum, tatsächlich zu koordinieren, zu kooperieren, Verdopplungen zu vermeiden und Synergieeffekte zu schaffen. Das wäre meine Frage. Ja, also meine Stellung ist ein bisschen ähnlich wie beim englischen Kollegen oder englischen Kollegin, ein Parlamentarier mit zusätzlichen Auftrag für die Regierung, was gewissen Charme hat, weil man in beiden Welten operieren kann. Also sowohl im Parlament auftreten kann und über die parlamentarische Arbeit Themen transportieren oder Anträge stellen oder Beschlüsse fassen, als auch im Regierungshandeln und auch dort, vor allem was Information angeht, aber auch was konkretes Regierungshandeln ist, Einfluss zu nehmen und zu wirken und im Austausch zu sein. Ich versuche sehr stark mit meinen europäischen Kollegen, insbesondere die ähnlich ticken, also der Däne, der Niederländer und so weiter, früher auch der Engländer, ist jetzt schwieriger geworden, im EU-Rahmen was zu machen, uns auszutauschen. Was mir fehlt, ich hatte heute Morgen eine Videokonferenz mit EU-Parlamentariern, ging zwar mehr um Antisemitismus und solche Fragen, aber auch da wieder die Frage nach diesem EU-Beauftragten, der eigentlich auch als Gegenstück zu dieser US-dominierten Alliance die Europäer zusammenbringen könnte, das Koordinieren, Abstimmen, sowohl dann Maßnahmen der Kommission, des Europäischen Parlaments, aber auch der einzelnen Regierungen. Warum? Das wird die Chinesen mäßig beeindrucken, wenn der Beauftragte Grübel sich kritisch zu China äußert. Wenn sich aber alle europäischen Länder kritisch zu China äußern, dann schrillen in Peking und beim Zentralkomitee die Alarmglocken. Weil dann ist es eine Hausnummer, die relevant ist. Deutschland ist auch schon relevant als großer Handelspartner, aber auch mit großer Abhängigkeit. Aber wenn man die Gruppe größer macht, und da, wie gesagt, fehlt mir die Spinne im Netz oder wie man sagen will, also der Kraft Amtes dazu in der Lage wäre, es ausmachen würde. Bislang hat sich keiner in die Rolle Margarete Skinas, könnte es machen als Vizepräsidentin, dem sollte es ja zugeordnet werden, aber bislang merke ich von dort nichts, also die Rolle fehlt. Es gibt ja auch noch die internationale Kontaktgruppe, die gut ist, geführt im Wesentlichen von Kanada, wo jetzt die Amerikaner sowohl drin sind wie auch die Europäer und wie viele andere in der Welt, also auch nicht-europäische, auch nicht christlich geprägte Staaten, was sehr gut ist. Das möchte ich gerade zu der Parlamentarierallianz ergänzend dazu sagen. Und dann habe ich den VN-Sonderberichterstatter,
Scheidt, der auch überall präsent ist in diesen Foren. Und unsere Stärke liegt dort, wo wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, weil das auch, also China ist für mich der härteste Brocken. Auch so Länder wie China, das gewisses Nachdenken verursacht. Bei anderen Ländern mag sein, wenn sich die deutsche Stimme äußert, dass das schon sehr relevant ist. Aber gerade bei China sehe ich nur eine Chance, wenn wir international, insbesondere europäisch, zusammenarbeiten. Und das Netzwerk will ich stärken. Darum tausche ich mich auch in erster Linie mit Dänemark, Niederlanden aus, weil die halt ähnlich ticken wie wir. Das ist mit Polen oder Ungarn ziemlich schwierig, weil die ein bisschen anders aufgestellt sind. Und die anderen Länder in Europa, da gibt es so eine Funktion nicht so. Also da ist es irgendwo in einem Referat, ohne dass da jetzt so ein bisschen politisch herausgehobene Person ist, die man so unmittelbar als Ansprechpartner benennen könnte. Ja, wunderbar. Ihnen allen, ganz besonders aber Ihnen, Herr Krügel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, das ich sehr, sehr dicht fand, das sehr viele Probleme angesprochen hat und in diesem Problembewusstsein ja auch ringt, woraufhin kann sich das eigentlich noch ausrichten.